Digitalisierung, ein Zauberwort, das schnell dann zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, den Leuten zu erklären, wie sich zukünftig das alltägliche Leben wird entwickeln und verändern. Von elektronischen ID über das Patientendossier bis hin zur sogenannten Smart City. Was sind die Hoffnungen und Befürchtungen rund um die Digitalisierung? Das ist der tagtäglich guten Abend miteinander. Smart City, eine Stadt also, die zukünftig voll auf Digitalisierung setzt. Zu denen gehört auch die Stadt Bern. Und hier in Bern im Erlacherhof findet am 10. November der Berner Digitaltag statt. Grund genug also zu schauen, was gehört zu so einer Smart City und wo stehen wir in diesem Punkt eigentlich. Das diskutiere ich mit meinen Gästen, am Berner Stadtpräsident Alec Vograferiet und am Raphael Karlen, unter anderem im Leitungsgremium vom Digital Impact Network. Guten Abend, herzlich willkommen in der Sendung. Guten Abend. Ja, Alec Vograferiet, jetzt sind vielleicht nicht alle so digital affin wie ihr zwei hier am Tisch. Wenn man in kurzen Worten. Wie wir drei, merci vielmals. Wenn wir in kurzen Worten den Leuten erklären müssen, was kann man unter einer Smart City verstehen? Also smart ist für mich, ich tue das am liebsten auf Berndeutsch übersetzen, smart ist gäbig, oder? Es muss einfach gäbig sein. Wir machen Digitalisierung nicht, für dass wir ein bisschen mehr Digitalisierung machen, und für dass wir ein bisschen moderner sind, und für dass wir ein bisschen trendiger sind, sondern Digitalisierung muss wirklich etwas bringen und es muss eben gäbig sein. Es muss uns das Leben erleichtern und natürlich in Richtung von der Nachhaltigkeit. Also Smart City soll immer auch eine Bewegung mit haben in Richtung Nachhaltigkeit, dass wir weniger Ressourcen brauchen, dass wir eben viele Sachen, anstatt mit viel Papier oder so, dass wir Sachen digital erledigen können, dass wir es rascher erledigen können und dass sie es weniger belasten. Einfach, dass es viel gäbiger wird. Raphael Karlen, wie sind wir da in Bern unterwegs? Wie fest Smart oder Smart City ist Bern im Moment? Ja, es ist immer die Frage, mit was man es vergleicht. Aber wenn man es ehrlich so im schweizweiten Kontext anschaut, ist Stadt Bern eigentlich schon recht weit. Wir haben seit in den letzten 3-4 Jahren, würde ich jetzt sagen, sind ganz viele Fortschritte passiert. Ich möchte vielleicht schnell beim Alec noch schnell ergänzen. Er hat das sehr schön mit dem Gäbig. Und es geht wirklich um das Wort Gäbig, aber es geht auch darum, dass wir näher aufeinander zukommen können. Also der Netzwerkeffekt. Also Smart soll eben auch dazu führen, dass wir zum Beispiel in den Mitwirkungsverfahren, die es gibt, in den Quartierinnen oder einfach generell zwischen Menschen, dass wir näher miteinander und einfacher miteinander können verkehren. Und dort ist eigentlich die Stadt Bern in vielen Hinsichten schon sehr weit. Ihr habt unter anderem den ersten Digitaltag organisiert oder mitorganisiert. Wenn ihr jetzt von dort her zu heute schaut, hat sich da viel da? Oder braucht es noch so einen Boost, weil es an vielen Ecken und Enden halt immer noch happert? Das ist korrekt. Wir waren Initiant vom ersten Digitaltag. Die Stadt Bern hat dort eine super Zusammenarbeit, ganz fest mitgeholfen. Wenn man es nur anhand des Digitaltags messen würde, wäre das schwierig. Oder? Letztes Jahr hatten wir Pandemie. Also der Digitaltag hat auch letztes Jahr stattgefunden, wobei digital und vor 2 Jahren eben noch physisch. So können wir es nicht vergleichen. Aber ich denke, was eben zwischen den Digitaltagen passiert ist, also in den letzten 2-3 Jahren hat zum Beispiel die Stadt Bern eine Digitalstrategie auf die Beine gestellt. Es gibt auch ein verantwortliches Digitales bei der Stadt Bern. Das hat es alles früher nicht gegeben, haben auch nicht alle Städte. Und ich glaube, diesbezüglich, was zwischen den Digitaltagen passiert ist, das ist eigentlich das, was zählt. Und da ist tatsächlich relativ viel passiert. Aber trotzdem ist der Digitaltag, zeigt eigentlich schön, es ist die Zusammenarbeitskultur. Oder? Und das ist, glaube ich, etwas, was neu ist. Also, dass eben Branchen, alle Interessierten, alle zusammenarbeiten an diesem Digitaltag. Und nachher, letztes Jahr haben wir ja alle gerannt, weil wir ihn nicht physisch machen konnten. Und haben dann nachher, auch mit eurer Hilfe, haben wirklich ein richtiges Fernsehstudio im Erlacherhof gehabt, haben viel mehr Leute erreichen und haben dadurch eigentlich viel mehr Wirkung erzielt. Also das hat eigentlich auch gezeigt, dass wir aus der Not eine Tugend machen konnten im letzten Jahr, weil der Digitaltag noch mehr ausrollen konnten. Also und ich finde, der Digitaltag, das ist jetzt nicht das Wichtigste, es sind nicht die ganzen Inhalte, aber es ist eigentlich, dass wir das alle Jahre machen, und das werden wir auch weiterhin alle Jahre machen, dass wir diesen Merkpunkt haben, dass wir den Meilenstein haben und dass wir euch immer zeigen können und auch immer uns selber bewusst werden, wie wir uns weiterentwickeln und woher das wir wollen. Also ich finde das eigentlich eine coole Idee, dass wir einfach den Tag haben, die Regelmäßigkeit drin haben und dadurch auch die Struktur in der Entwicklung drin haben. Du hast es gerade gesagt, der letzte Digitaltag ist aus den entsprechenden Umständen aus der digital stattgefunden als ursprünglich gedacht. Jetzt haben wir das tatsächlich beibehalten, auch für das Jahr.
Ja, bei dem bleiben wir. Also, es ist natürlich, also, wenn man dann noch eins zusammen kann oder so, umso besser. Aber digital, man erreicht einfach viel mehr Leute. Es können nicht alle herkommen. Mehr lachen auf sie Platzreserven beschränkt. Vor allem, wenn die ganzen Kameras so rumstehen, dann wird es immer beschränkter. Aber es hat wirklich gezeigt, wir können es breiter machen, wir können mehr Leute erreichen. Und natürlich halten wir an dem fest. Das ist wichtig, weil es ist ja wichtig, dass möglichst viele Leute mitkommen. Jetzt muss ja die Bevölkerung auch ein bisschen abholen, die sich eben wirklich ein Bild machen will. Was bedeutet das? Auf der Homepage steht zum Beispiel, eine Smart City ist eine innovative Stadt, die das Glück und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Auge behält. Netzwerk für digitales Glück ist erwähnt. Also das tut mir suggerieren, wenn ich digital denke, digital leben, wird mir vieles im Leben einfacher gemacht und ich werde ein glücklicheres Leben führen. Ist das so? Ja, das ist immer die Hoffnung. Also, das Glück hängt vielleicht auch noch an anderen Sachen. Aber ich glaube schon, eben wenn es gäbiger wird und man mit weniger Krimskrams belästigt ist und mühsamen Geschichten, ja, dann geht es einem auch besser. Und ich finde, man macht die Entwicklungen relativ einfach mit. Und es ist so, es kommt so schleichend und wir entdecken das eine oder das andere. Ich habe zum Beispiel bis im Verlauf des letzten Jahres habe ich noch nie Rechnungen über das Handy bezahlt. Aber ich hatte E-Banking und so. Und da mit den Passwörtern und Geschichten und so habe ich aber schwierig gefunden. Jetzt habe ich es auf dem Handy mit Face ID. Und es geht viel einfacher. Und es geht einfach so. Aber ich habe jetzt nicht in einen Kurs müssen. Und es war nicht eine riesige Schwelle, die ich überschreiten musste, sondern es kommt einem einfach so en passant entgegen. Und man kann es nachher übernehmen. Und so wachsen wir in die digitale Welt hinein. Und ich möchte, dass die ganze Gesellschaft einfach von diesen Vorteilen auch profitiert und sich dadurch vielleicht von gewissen lästigen Geschichten mehr und mehr entlasten kann. Raphael Karlen, schauen wir die Pandemie schnell an. Inwiefern hat es natürlich die Einschränkung von dieser Pandemie eben dazu geführt, dass es im digitalen Bereich vielleicht wirklich einen Schub gegeben hat? Ich sage, der Herr Vorgraf Ried hat die erste Rechnung per Handy gezahlt. Ihr erwähnt zum Beispiel Meetings auf digitalem Weg, anstatt Kilometer mit dem Auto zurücksetzen. Ist das wirklich eine Entwicklung, die man schlussendlich auch als positiv aus dieser schwierigen Zeit herausnehmen muss? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was wir ja alle haben gemerkt haben, wobei muss immer vorsichtig sein, wir reden hier von Bürojobs, oder, wo die Leute relativ schnell können verlagern konnten. Bern hat aber nicht nur Bürojobs, sondern hat auch Leute, die physisch irgendwo im Bau oder einfach im anderen Gewerbe arbeiten. Für die ist es nicht so einfach gewesen. Aber es hat für die zumindest in den Büro waren, und da haben wir gleich relativ viel, wo wir halt auch noch eine Verwaltungsstadt sind. Und das ist ein Begriff, den ich möchte positiv verstanden haben. Also in all diesen Firmen mit der SBB oder bei der Bundesverwaltung oder bei der Stadtverwaltung, hat man relativ schnell können, eben, heute sagt man dem Change-Management-Fähigkeit, aber die Flexibilität, die vorher teilweise nicht so ganz geil war. Also ich kann mich erinnern, vor der Pandemie war es immer sehr aufwendig, die Leute irgendwie in ein Online-Meeting zu bringen. Und heute ist es so wie selbstverständlich. Und es hat ganz viele positive Seiten auf der einen Seite der Medaille, dass wir eben heute flexibler geworden sind, dass wir früher, wenn ich eine Sitzung machen mit Genfer und Zürcher, da haben wir 3 Wochen gebraucht, bis wir einen Termin hatten. Und heute ist die Frage, möchten wir es heute Morgen oder Nachmittag? Oder? Also man macht es einfach, wo die Möglichkeiten da sind. Was wir aber die Kehrseite der Medaille ist jetzt natürlich auch, dass die Leute teilweise nicht mehr so schnell zurück ins Büro kommen. Also wir haben alle die neuen Freiheiten schätzen Homeoffice. Und kennengelernt. Homeoffice, merci für mal als Stichwort. Führt aber auch dazu, dass wir uns müssen, und das ist nicht mal ein Stadt Bern Thema, sondern ganz generell müssen überlegen, wenn die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmenden ihre Arbeit von daheim aus machen, spielt es plötzlich für eine Firma nicht mehr so eine Rolle, ob der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmende in Stadt Bern ist, in Budapest oder vielleicht in Shenzhen in China. Und da müssen wir schon irgendwie, und das ist auch der Vorteil oder die Chance von der Stadt Bern aufgrund von der Grösse, müssen wir schauen, dass wir den Kommunitäteneffekt können beibehalten können. Dass man eben, das hat die Stadt Bern noch, die man eben noch kennt, wo alles noch kleinräumig ist, sodass man auch nicht grosse Distanzen muss zurücklegen und sich auch wieder mehr könnte physisch treffen könnte. Das könnte ein Effekt sein und ohne Gefahr sein. Es gibt aber noch etwas anderes, ist natürlich die Effizienz von solchen E-Meetings versus ein menschlicher Austausch, der natürlich nicht da ist, wenn man sich nicht persönlich trifft. Das ist ja nicht unbedingt nur positiv.
Nein, das ist nicht nur positiv. Und es eignet sich nicht für alle Meetings gleich. Oder? Und wir haben zum Beispiel unsere Gemeinderatssitzungen, wir haben die nie digital gemacht. Wir können auch digital. Also wir haben auch schon mit Pandemien, wo wir rasch haben entscheiden mussten, haben wir auch schon Telefonkonferenzen, Videomeetings, wir haben alles gemacht. Aber grundsätzlich machen wir unsere Meetings live, weil es eben auch noch sonst um einen Austausch geht, weil es vielfach vielschichtige Geschichten sind. Kommunikation passiert ja, also man muss schon sehen, also bei einer Videokonferenz sind Kommunikationskanäle eingeschränkt, weil man hat nur ein Porträtbild. Perfekt Ausschnitt, nur mit einem anderen Hintergrund. Genau, und viele Sachen, die es eben schon noch gibt. Es fließt ja relativ viel in der Kommunikation. Das entfällt nachher ein bisschen. Und dort muss man sicher die richtige Mischung treffen, den richtigen Mix treffen. Das machen wir digital, weil es einfach um Absprachen geht. Das kann man rasch und unkompliziert machen. Und wenn man nachher etwas vertieft muss entwickeln, wenn es um Brainstorming-Geschichten geht oder so, dann ist es eben manchmal besser, wenn man ein bisschen in einem lebigeren Kontext drin ist. Und dann macht man das halt live. Aber das ist, ich glaube, das ist wichtig, dass man die richtige Mischung herüberkommt und findet. Wenn es um das Thema Smart City geht, dann schaut man immer manchmal doch ein bisschen mit einem neidischen Auge auf Städte wie Barcelona oder Helsinki, die da offenbar schon früher dran waren. Was haben uns die Städte vor gegenüber Bern? Ja, es gibt immer die ein bisschen früher sind und ein bisschen später sind. Man darf sich von dem sicher nicht Sturm machen lassen. Also ich glaube, wir gehen in unserer Geschwindigkeit und in der Regel wird vielfach hört man Sachen aus anderen Städten, ich muss es sagen, vielleicht kann der Raphael dem dazu sagen, ich habe nicht überall eine Innensicht. Aber was man immer merkt, ist, dass eigentlich, wenn in der Schweiz eine Entwicklung abläuft, sie ist meistens nachher viel breiter verankert und abgestützt, auch in der Gesellschaft. Und vielfach, wenn man so von sehr raschen Entwicklungen aus anderen Ländern hört, dann ist es teilweise nur so ein bisschen in kleinen Zirkeln, wo das abläuft und dann nicht ganz so breit abgestützt. Das gilt nicht für Estland, also dort sind sie sehr, sehr weit, weil sie das auch sehr strategisch und sehr früh haben angefangen aufbauen. Aber sonst habe ich das Gefühl, sind wir gut unterwegs und müssen uns da nicht verstecken vor anderen Städten. Es gibt immer gute Ideen an anderen Orten, von denen lassen wir uns inspirieren, das Gute nehmen wir und probieren es nachher auch hierher zu bringen. Kommen wir mal auf Bürgerinnen und Bürger zurück, als Einwohner von Stadt Bern. Was wäre jetzt das Ideale für mich? Das heisst, in Zukunft sollte alles in dieser Art digitalisiert werden, dass ich, wenn ich etwas von der Verwaltung von Stadt Bern will, das eigentlich alles von daheim aus erledigen kann und nicht mehr irgendwo persönlich her muss. Ist das richtig zu verstehen? Dort sind wir ja schon lange dran und wir haben schon ganz viele Prozesse eigentlich einzeln digitalisiert, wo man nachher irgendwie über ein Portal hat den Zugang gefunden und nachher das hat können digital abwickeln. Aber was eigentlich die Neuerung ist, ist, dass wir die Kanäle möchten zusammenfassen, dass man eigentlich über einen Gleichkanal alles kann abwickeln. Was, glaube ich, die Schwäche im Moment ein bisschen war, ist, dass wir sehr verzettelt waren und dass es sehr viele verschiedene Lösungen gab. Und da gibt es natürlich Dienstleistungen, die ich von der Stadt bekomme, die ich vom Kanton bekommen, wie Pass oder ID oder andere Sachen, die ich vom Bund bekomme. Und dort haben wir die grosse Schwierigkeit, dass jeder hat seinen eigenen Zugang und dort musst du dort einloggen, dort musst du das Passwort haben und so. Und was natürlich gäbiger wäre, wenn man nur einen Zugang braucht, oder? Und über einen Zugang eigentlich alles würde erreichen. Weil eigentlich ist es ja die Bürgerinnen und Bürger gleich, ob die Dienstleistung von der Stadt oder vom Kanton ist. Wichtig ist die Dienstleistung und dass sie gut erreichbar ist und dass sie eben gäbig erreichbar ist. Und dort müssen wir noch besser werden. Aber das sind natürlich riesige Projekte. Und da komme ich vielleicht noch auf einen anderen Punkt. Was wir neu machen, ist, wir machen jetzt nicht eine Lösung für die Stadt Bern. Und darum ist es eben auch so wichtig, dass beispielsweise auch Gemeinden zusammenarbeiten und darum machen wir jetzt eine Lösung mit den grossen Städten im Kanton zusammen, aber auch gerade mit dem Kanton zusammen und haben uns dort eigentlich gekoppelt, weil wir sagen, es bringt es jetzt nicht, dass jeder für sich selber etwas erfindet, weil das sind riesige Projekte, auch komplexe Projekte, für das es dann alles funktioniert. Informatikprojekte immer noch mit gewissen Risiken und für das sie eben sauber abgewickelt werden können, ist es sicher gut, wenn man es nur einmal macht und dafür richtig macht und das sorgfältig macht. Du hast vorhin etwas Gutes gesagt wegen dieser sauberen Abwicklung. Eben, wir haben verschiedene Webseiten, wir haben verschiedene Logins, die man braucht. Irgendwo kann man ein Formular abladen, auf der anderen Seite kann man es direkt ausfüllen. Also insofern muss man das kanalisieren. Es hat aber auch eine Abstimmung gegeben zu diesem
Thema, wenn es eben darum geht, dass das jemand einfach wie ein Login schlussendlich hat, als Person identifizierbar und sich mit dem einloggen kann. Jetzt haben wir aber schon das Problem, dass man da wahrscheinlich einen Teil der Bevölkerung noch etwas anders muss abholen muss, als die bis jetzt ist abgeholt wurde. Ja, das ist korrekt. Wir am 7. März dieses Jahres haben wir über das sogenannte E-ID-Gesetz abgestimmt und haben, das ist abgelehnt worden. Wobei, der Login-Bereich wäre nur ein Teil von dem E-ID-Gesetz. Der Alec hat es aber vorhin richtig gesagt, was jetzt in der jetzigen Situation, wo eben das E-ID-Gesetz abgelehnt wurde, müssen vorantreiben, ist, dass wir zumindest im Kanton haben wir eine gute Lösung mit dem sogenannten BE-Login, wo die Steuerverwaltung und TaxMe sehr stark vorantreiben hat. Wir müssen aber auch weiterdenken, also wir müssen zumindest in der Hauptstadtregion Schweiz, also das will ich auch noch erwähnen, wo der Alec präsidiert oder vizepräsidiert, müssen wir zumindest in den grenznahen Kantonen, oder? Wir haben ja sehr viel Austausch zwischen den grenznahen Kantonen, was zum Beispiel Wohnungswechsel und so angeht. Also zumindest dort müssen wir weiterkommen, wenn nicht sogar eine schweizweite Lösung, wo im Moment ist es wirklich so, dass das EID-Gesetz führt zu einer Verschiebung. Das wird Jahre gehen im Moment. Und ich bin auch grenzenlos ein Optimist, was sonst Digitalisierung angeht. Aber das wird Jahre gehen, bis wir dort wieder auf einer Gesetzesebene, also auf Abstimmungsebene, etwas werden haben, das uns wird erlauben, in der ganzen Schweiz quasi das können zu machen. Und darum über das von unten aufbauen, jetzt, anstatt genau, dass wir top-down eine Lösung bekommen. Aber wir haben natürlich ein grundsätzliches Problem, das natürlich auch nachvollziehbar ist. Der Teil der Bevölkerung hat natürlich Angst zum Thema Datenschutz. Was sieht man von mir im Netz? Wie einsehbar ist das? Und da muss man überzeugend ja, mit einem System kommen, wo man ihnen sagen kann, da passiert nichts. Genau, und ich glaube, was dort wichtig ist, also wer sehr viele sensible Daten hat, ist ja der Staat, naturgemäß, weil wir natürlich die ganzen persönlichen Daten haben, Geburtsdaten, Zivilstand, aber zum Beispiel auch die ganzen Steuerdaten. Und ich finde es interessant, wir haben ja vorletzt gehört von Taiwan, wie Taiwan das gelöst hat. Und Taiwan hat gesagt, ja natürlich, wir brauchen alle die Daten jetzt, zum Beispiel in der Pandemie. Also in der Pandemie ist ja das so ein grosses Thema, mit den Daten, wem gebe ich die Daten? Wir haben alle die Daten, aber wir haben die in einem Silo und die sind geschützt, wie die Steuerdaten zum Beispiel. Also sie haben genau das gleiche System, wie sie für die Steuerdaten haben. Die Steuerdaten sind ja eigentlich auch Daten, die man jetzt nicht unbedingt überall haben oder verteilen oder so. Und genau ein gleiches Silo, das ist vielleicht noch gut, ein gutes Bild, ein gleiches Silo haben sie eben auch für die Pandemie-Daten gemacht. Und dort müssen wir den Leuten verständlich machen, dass wir die Daten wollen, dass wir auch viele Daten wollen, aber dass sie halt in einem Silo geschützt sind. Und ich tue jetzt, ich will die Hausärztin wechseln, oder der Hausarzt weiss es noch nicht. Ich tue Hausärztin wechseln. Und dann hat sie gesagt, ja, könnten wir dann noch so Akten bringen? Ja, Akten. Irgendwie hatte mal einen Bänderriss von, ich weiss doch nicht mehr, wo ich die Unterlagen habe, ja, Röntgenbilder oder so. Und dort wäre ich natürlich froh, wenn das irgendwo gesammelt wäre, wenn ich mich nicht selber darum müsste kümmern. Aber das Patientendossier ist eben genau aus diesen Datenschutzgründen ein riesen Thema auch. Aber eigentlich möchte ich, dass wenn die Daten neu abgelegt wären, es wäre viel einfacher. Ich selber, ich bin überfordert, alle meine eigenen Patientendaten von allen Umfällen und allen Boboli, die ich mal hatte, irgendwie selber zu sammeln. Das Gute Stichwort mit dem Patientendossier, die Idee und die Skepsis gegenüber ist das Ende. Aber beim Patientendossier, wenn es um die eigene Gesundheit geht, verschärft sich die Skepsis bei einem Teil der Bevölkerung sogar noch. Wie erklärt man sich das? Ja, da gibt es verschiedene Indikationen. Ich bin jetzt nicht der Gesundheitsökonom und auch nicht in der Digitalisierung, was Gesundheitsdaten angeht. Was wichtiger ist einfach, dass dort, wo der Alec das Richtige gesagt hat, es ist Aufgabe, oder gehört zur Aufgabe von mir aus gesehen, von einem Staat, für die Sicherheit zu sorgen, was Daten angeht. Und das ist etwas, was im Moment sehr kontrovers ist. Aber der Punkt ist doch, dass, und das kommt halt immer wieder vor, ob jetzt das ideale Bericht ist oder bisher zum Science-Fiction-Film, dass man eigentlich suggeriert, jedes noch so perfekte elektronisch-digitale System kann irgendwo durch eine Hintertür haben für Leute, die nichts Gutes im Sinn haben. Ja, also die perfekte Sicherheit, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja, also muss man ganz klar sagen, also ich mache einen ungern Vergleich zu den 90er-Jahren Fischenaffären. Oder? Also egal, ob wir es jetzt elektronisch haben oder in einer Papierform oder in irgendeiner Form. Sehr innen. Digital. Ja, genau, darum sage ich es. Oder? Spielt es eigentlich nicht so eine Rolle. Sondern es ist wichtig, dass es eine Kontrollinstanz gibt,
Wobei es sehr beim Organisatorischen, wo dort unabhängig, und dort ist das Wort unabhängig wichtig, und das ist eine Staatsaufgabe, hat es weniger jetzt im Kleinräumigen, wo wir hier sind, mit der Stadt Bern zu tun. Wichtig ist einfach, denke ich mir, dass eine unabhängige Kontrollstelle das überwacht. Und das war vielleicht auch der Grund, wieso dass es am 7. März zu meiner Nähe kam. Was mir aber wichtig ist, hier zu erwähnen, ist eigentlich folgendes, dass eigentlich die Leute, die gleichzeitig ins Horn hineinblasen und schreien, mehr Datenschutz, sind meistens auch die Leute, die nachher auf den sozialen Medien ihr ganzes Privatleben veröffentlichen. Und das ist, dort müssten wir eigentlich mehr darauf herkommen, im Sinne der Verantwortung, dass der Staat hat eine Verantwortung, aber auch jeder von uns als Individuum hat bezüglich Datenschutz. Sei es jetzt Gesundheitsdaten, sei es andere Daten, es nützt nichts, wenn jemand Anspruch hat, dass seine Krankheitsakten, also KG, die Krankengeschichten, nicht veröffentlicht wird, aber im gleichen Moment auf Facebook seine Boboli und seine Breste und so präsentiert, dann bringt es ja auch nichts. Oder? Wir müssen ein Verständnis alle bekommen, als Gesellschaft, als Bevölkerung, für den Datenschutz. Und die Frage ist, wieso? Weil wir stehen vor dem nächsten Tor mit der künstlichen Intelligenz, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist, wenn die Daten nicht gut geschützt sind, ob wir mit KI, also mit künstlicher Intelligenz in Zukunft, können wir relativ viel Schabernack betreiben. Und dort müssen wir, wo man einfach noch schneller Daten auswerten kann, grosse Mengen von Daten, was bis jetzt nicht möglich war. Und darum ist ganz wichtig, dass man selber, wie aber auch der Staat und alle Institutionen und Behörden und auch Unternehmungen, sehr vorsichtig mit den Daten umgehen. Merci für den Einblick, Herr Vogelfried. Wir sind schon am Ende dieser Runde. Die Stadt Bern in 10 Jahren, wo sind wir digital unterwegs? Oder wie? Ja, wir sind 10 Jahre weiter. Das ist immer schwierig, in welche Richtung dass es geht. Aber mir ist es wichtig, dass man positiv an das hergeht, dass man nicht sagt, oh, ich habe Angst vor allem, was auf mich zukommt, sondern dass man auch mit einer gewissen Offenheit und mit einer gewissen Neugier an das hergeht. Und ich finde, es hilft immer, wenn man 10 Jahre zurückschaut, was immer vor 10 Jahren geschah, es hat keine Smartphone oder noch kaum Smartphones gegeben. Es hat viele Sachen, eben meine E-Zahlungen, die so gäbig waren, die habe ich nicht machen können. Das kann ich jetzt alles. Also es ist besser geworden. Viel Fact heute, heute Sachen, die man heute kann, Sachen, Vernetzungen, die man heute kann, die fägen wirklich. Und dort geht es vorwärts und es geht in eine positive Richtung vorwärts. Und ich habe das Gefühl, in 10 Jahren werden viele Sachen noch viel gäbiger sein. Und wir haben uns von vielen so Krempeln, die uns eigentlich eher nervt und mühsam ist, schwierig ist, können befreien. Also nicht kein Papier mehr hier auf dem Tisch. Merci für mal, Herr Vogelfried. Merci für mal, Raphael Kahlen, für den Besuch hier im Studio. Ja, meine Damen und Herren, in der Stunde geht es hier weiter in der zweiten Runde. Dann mit Miriam Gantert und dem Jonathan Gimmel, Leiter Digitalstadt Bern. Ich freue mich, schaltet wieder ein. Bis dann. Schönen Abend. Adieu miteinander. Digitalisierung, von dem reden ganz viel, aber was genau ist damit gemeint? Von elektronischen ID über das Patientendossier bis hin zur sogenannten Smart City. Soll unser Leben in den nächsten Jahren digitalisiert werden und schlussendlich unser Leben erleichtern? In diesem Prozess ist Gesellschaftsschutz mit drin. Da gibt es natürlich Hoffnungen, aber auch Ängste. Das ist der Talk täglich. Herzlich willkommen zur zweiten Gesprächsrunde am heutigen Abend. In der ersten Runde ist der Berner Stadtpräsident Alec Vogelfried zu Wort gekommen und hat aufgezeigt, wie er sich eine digitalisierte Stadt Bern vorstellt. Smart City nennt sich das Ganze, eine Stadt, die also zukünftig voll auf Digitalisierung setzt. Und da will Bern ganz vorne mitmischen. Am 10. November findet im Erlacher Hof drum auch einmal mehr der Berner Digitaltag statt. Grund also zu schauen, wo stehen wir genau im Thema Smart City und wie smart sind wir selber eigentlich. Das diskutiere ich mit meinen Gästen, Miriam Gantert von Superloop Innovation und dem Jonathan Gimmel, Leiter Digitalstadt Bern. Guten Abend, herzlich willkommen hier im Studio. Ja, Jonathan, Smart City, ist Bern Smart City genug schon? Sind wir auf gutem Weg? Wie sieht es aus? Ja, die Stadt Bern ist in verschiedenen Bereichen ist sie eine Smart City. Nicht als Ganz, was wir jeden Alltag spüren. Ich glaube, wir haben sehr ein gutes Gefühl für unsere Lebensqualität, die uns alle verbindet, das Berner Lebensgefühl eben. Und Smart City findet man zum Beispiel in allen Aufgabenbereichen von Entsorgung und Recycling bis, ich bin jetzt mit dem Publibike hergefahren, bis in so ganz alltägliche, erleichterte Sachen, die vielleicht digitale Technologien ganz konkret etwas Einfacheres machen. Zum Beispiel, dass ich eben etwas über eine App anstossen kann. Aber auch zum Beispiel, dass ich Kindertagesstätte buchen kann über eine Webseite. Also ja, ganz viele so technologische Errungenschaften, aber die Smart City lebt natürlich vor Beteiligung, vor Bevölkerung, wie man sie weiterentwickelt. Und das ist
ganz spannende Frage. Wie kommen wir noch näher an den Puls der Bevölkerung her? Verwaltung, für das mal so zu sagen, und auch Politik, die ist auch ein bisschen in der Welt drin. Und ganz nach auch an neue Bevölkerungsgruppen herkommen. Das ist das Ziel von der Smart City, wie wir uns das vorstellen, wo die Bevölkerung mitgestaltet und auch noch ein bisschen mehr mitprägt, nicht nur mit den behördlichen Verfahren, sondern ihrem Lebensgefühl. Aber auch, wie sie sich das vorstellen, letztlich, dass sie auch sich verbunden fühlt, noch mehr, vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, niederschwelliger den Zugang findet. Also da gibt es grosse Themen, wo wir natürlich daran arbeiten und wir sind sehr ambitioniert, vor allem was die Beteiligung anbelangt. Und da freue ich mich darauf, eben, das zu diskutieren, zum Beispiel am Digitaltag. Wie man die Bevölkerung abholt, oder zumindest einen Teil davon, das schauen wir dann noch ein bisschen genauer an. Ich möchte schnell zu Miriam Ganter kommen. Ich habe jetzt die Ausführungen von Jonathan Gimmel gehört, wie er sich die Smart City Bern oder was er sich darunter vorstellen kann. Geht das in die richtige Richtung? Sind wir da als Berner noch ein bisschen langsam unterwegs? Wo stehen wir da aus eurer Sicht? Ja, Bern ist ja selten so die Ersten und die Pioniere in dem Bereich, aber ich glaube auch zu Recht, es ist nicht die größte Stadt. Das heißt, manchmal braucht es einfach ein bisschen länger, bis es sich auch lohnt, wirklich technologisch Dinge umzusetzen und sie nicht mehr manuell zu machen. Und ich glaube, Jonathan hat schon gut gezeigt, es ist Technologie, ist ein Teil von Smart City, all die Themen, die man kennt, Daten, Technologie. Aber das Wichtige ist eben auch, dass es nicht einfach nur, wir stellen die Technologie bereit ist, sondern wir nehmen die Bürger und Bürgerinnen mit, lassen sie mitgestalten, den ganzen partizipativen, mitgestaltenden Teil. Auch das ist Teil von Smart City. Wir kommen auf die Bevölkerung noch zurück, weil da ist sicher auch ein Teil Skepsis um den Weg oder vielleicht auch ein Teil, wo es gar nicht verstehen, was da alles dahinter steckt. Wir sind ja, wie gesagt, logischerweise nicht die Ersten, die so etwas machen. Man schaut manchmal auch so ein bisschen neidisch auf Städte wie Barcelona oder Helsinki. Die sind offenbar schon ein bisschen tiefer drin und ein bisschen länger drin. Was haben die uns vor als Stadt, was wir noch nicht haben? Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist eben das, was ich erwähnt habe. Bern ist eine relativ kleine Stadt letztendlich. Und es macht natürlich, wenn man einen Prozess digital macht, macht es einen Unterschied, ob man das für 30 Fälle im Jahr macht oder für 300 oder für 3000. Das heißt, je größer die Masse der Menschen ist, desto schneller ist man halt auch bei digitalen Lösungen, weil es mehr Sinn macht. Und so gesehen macht es nur Sinn, dass Bern einen Schritt zurück ist im Vergleich zu, sagen wir mal, Barcelona. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele dieser Städte ganz nah an den Technologiebetrieben dran sind, was man ja auch schon im Vergleich zwischen Bern und Zürich sieht. Oder Google sitzt halt nun mal in Zürich und nicht in Bern. Ja, Jonathan Gimmel, ich habe vorhin die Bevölkerung erwähnt, da sind sicher noch Ängste umeinander. Einer der Gründe, dass man sich an so einer digitalisierten Stadt verweigern kann, ist zum Beispiel der Datenschutz, weil die Leute immer Angst haben, und das in den Sachen irgendwo zu lesen über meine Person, die ich so nicht will. Vertrauliche Daten bis hin zu Patientendaten. Die Ängste muss man irgendwie nehmen. Ja. Und ich glaube, das treibt die Leute tatsächlich um. Wie geht man davor? Ja. Immer ein bisschen gehabt, wo steht Bern im Vergleich. Ich würde sagen, was die Stadt Bern ja auszeichnet, ist über viele Generationen gelebte Quartierpartizipation, über ein ausgeprägtes Mitgestalten in den öffentlichen Prozessen. Und genau das habe ich eben das Gefühl, da muss sich Bern nicht verstecken, sondern das ist wirklich in Verbindung auch mit dem Gefühl für Ökologie, im Gefühl, das Sorge zu den Ressourcen. Und genau das prägt eigentlich auch unsere ganze Smart City, oder wir sagen jetzt Digitalstrategie, die das alles umfasst. Weil wir wollen, dass eigentlich die Bevölkerung bei all diesen Vorhaben, die wir machen, darauf zählen darf, dass wir als Behörde garantieren, dass wir die Daten ganz sicher haben und dass das Vertrauen der Bevölkerung unsere Legitimation ist. Und das heisst konkret, dass wir in Richtung von der digitalen Portal, die wir ja ganz stark am Entwickeln sind, dass wir in einem nicht bekannten Ausmaß, also ganz weitgehend, wollen, dass die Bevölkerung selber bestimmt, in welcher Beziehung sie stehen will. Zu uns. Das heisst, dass ich kann wählen, also ich kann nicht sagen, will ich zur Stadt in einer Beziehung stehen, sondern wie fest will ich in Verbindung sein, will ich Informationen zur Stadt, zum Beispiel, ob meine Strasse umgebaut ist, will ich ein Bürgerinnenkonto anlegen, wo ich darüber alles abwickeln kann, wie ich das kenne, von irgendwie vom WWF-Shop, alles über eine Hand, ich zahle über Kreditkarte, vielleicht sage ich sogar, ich vertraue dir Stadt und ich will, dass du meine Daten nutzt, damit zum Beispiel die Bushaltestellen dort sind, wo ich gerne will. Also ich soll können à la carte festlegen, in welcher Beziehung dass ich stehe. Und da muss ich sagen, da denke ich jetzt nicht sagen, ja, wir sind halt in Bern noch ein bisschen hinten drin, sondern muss ich sagen, da haben wir auch die Chance zu zeigen, dass eine inklusive Gesellschaft nicht einfach ein politisches Worthülsel ist, sondern dass man das gut leben kann im digitalen Zeitalter. Und das Smart in erster Linie heisst, dass ich mich eben wohl fühle, dass ich mich ernst genommen fühle und dass ich mich auch ein bisschen nach meinem Verhältnis und meinen Bedürfnissen entfalten kann.
Da bin ich sicher, da können wir auch unsere Ambitionsziele hochsetzen, weil da stimmt die Diskussion und das ist gut, dann ist die Bevölkerung eben aufmerksam und stellt uns auch eine Frage, weil was wir ja nicht können brauchen, ist, dass man eben Technologie-Smart City baut. Ich glaube auch, die ersten Smart Cities, von denen wir gerade vorhin geredet haben, extrem Technologie- und Industrietrieben gesehen. Wir wollen das gar nicht. Oder? Wir wollen bevölkerungstriebene Smart City. Da bin ich auch sicher, dass es politisch gewünscht ist. Ähnliches ist ja auf der Webseite nachzulesen. Also, du hast zum Beispiel eine Smart City, eine innovative Stadt, die das Glück und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger im Auge behält. Netzwerk für digitales Glück ist aufgeführt. Also, Miriam Gander, es geht um weit mehr in dem Sinn, als dass ich irgendwo für betreffend einer Verwaltung irgendein Formular ausfüllen und so abschicken kann, statt das Papier brauchen. Es geht darum, dass wir grundsätzliche Lebenseinstellungen von uns ändern. Genau, gleichzeitig ist das Beispiel von dem digitalen Formular gar nicht so falsch. Am letzten Digitaltag habe ich ja einen Preis mit nach Hause nehmen dürfen. Ich selbst bin im Einbürgerungsverfahren und das ist auch ein sehr papierlastiges Verfahren. Und es heißt halt wirklich, man schreibt auf Papier und es wird dann abgetippt. Jetzt ist das Ganze natürlich viel einfacher, wenn es digitaler ist, wenn man es direkt eingeben kann. Aber es ist ja dann nicht einfach nur, ah super, ich muss es nicht auf Papier ausfüllen, sondern es heißt vielleicht auch, ich sehe, was ist der Status von dem Ganzen. Ich sehe, habe ich die richtigen Sachen eingeliefert. Und es ist all das, es bedeutet nämlich auch, dass ich sehen kann, wo ist denn jetzt aktuell mein Einbürgerungsverfahren? So weiß ich es nicht. Ich bekomme einfach immer mal wieder eine Rechnung und vermute dann, dass es jetzt einen Schritt weiter ist. Und auch das heißt Smart City oder eben es ist dann auch diese Transparenz, auch das bringt ja Daten. Oder es ist ja nicht einfach nur Technologie, es ist ja nicht einfach nur, es ist jetzt am Computer statt auf dem Papier, sondern es bringt ja eine ganz andere Art, wie man miteinander interagiert. Das Ding ist auch, dass die hat im Vorgespräch geschrieben, Innovation habe viel mit Scheitern zu tun. Kann sich das Verwaltungsapparat überhaupt leisten? Wahrscheinlich ist eure Antwort nein, weil früher oder später müssen wir den Weg einschlagen, wo durch Digitalisierung vorantrieben wird. Genau, also ich denke, im Innovationsbereich redet man ja immer viel über das Scheitern. So 9 von 10 Startups gehen ja wieder ein. Und das heißt, wenn man als Verwaltung innovativ sein will, vorwärts machen will, neue Dinge ausprobieren will, geht natürlich auch was schief. Der Unterschied ist, da ist es dann nicht Unternehmensgeld oder von irgendwelchen Aktienhältern das Geld, sondern es sind halt die Steuergelder. Ich denke, niemand von uns will, dass die Verwaltung mit unseren Geldern mal ausprobieren geht und 9 von 10 Projekte scheitern. Das wollen wir ja nicht. Und ich denke, das ist das, was auch eine Verwaltung anders macht als ein großes Unternehmen, die einfach dort freier sind, auszuprobieren und mal damit auf die Nase zu fallen. Und ich denke, das ist die Herausforderung, dass man da eben schaut, okay, wie können wir innovative, neue Dinge machen, aber nicht mit dem gleichen Risiko, wie das vielleicht in der Privatwirtschaft möglich ist. Wir haben im Moment die Situation, dass es ja digitale Angebote gibt. Aber ich sage jetzt mal, es gibt unterschiedliche Webseiten, es gibt unterschiedliche Orte, wo man sich einloggen muss. Beim einen lässt man das PDF-Formular ab, beim anderen kann man es direkt ausfüllen. Es ist zwar viel digital, aber noch nicht unter einem Dach. Das muss man eigentlich vereinen. Ja, also ich glaube, das ist das grösste Lösungselement für ganz viele von den Aspekten, die wir jetzt schon diskutiert haben, auch ein bisschen zusammenzufassen. In der Stadt Bern läuft das unter dem Titel Portalstrategie. Und das heisst wirklich, dass wir der Bevölkerung ein Portal anbieten, wo ich eben nicht einfach über die Website gegen ein Formular ausdrucke, am Schluss und es wieder unterschreibe und schicke. Das hat nichts zu tun mit Digitalisierung, weil die Prozesse werden ja alle verbrochen. Sondern es soll darum gehen, dass ich auf einem Portal oben mich eben in Beziehung setzen der Stadt und ich also bereit Zugang lösen. Und Miriam Gander hat etwas Wichtiges gesagt, dass die Transparenz zum Prozess führt ja zu einem anderen Verständnis in der Begleitung des Verfahrens. Weil wenn ich natürlich weiss, ein Dossier ist bei mir, dann ist das eine grosse Chance, einen besonders guten Service zu bringen. Und gleichzeitig, und das müssen wir uns glaube ich, schon bewusst sein, auch das Abschreiben, Ausdrucken, das vernichtet in erster Linie Zeit von unserer Bevölkerung. Aber es vernichtet auch Ressourcen, kostbare Arbeitszeit, Stichwort Fachkräftemangel und so weiter. Und wir tun natürlich viel lieber unsere Leute einsetzen, auch im Sinne des Lebensglücks, für das Bedienen in einem guten Service für die Bevölkerung. Weil, wenn wir das Portal haben, oder, das muss man sich bewusst sein, dann können wir eigentlich auch die Schalterlogik aus den 30er Jahren völlig neu denken. Und ich kann in jeder Regionalbibliothek völlig dezentral, weitgehend eine Dienstleistung erbringen, zu einer Randzeit und ganz nach an die Bevölkerungsgruppe kommen, wo heute einen völlig hohen Zugang herrscht. Also, ihr merkt,
Das sind nicht irgendwie so ein bisschen, ja, Smart City ist sehr nett, sondern eine ganz konkrete Veränderung von der öffentlichen Dienstleistung her zu etwas, das mir nachwirkt. Und klar, also so automatisch ist das erledigt sich von selber. Das ist ja gut, oder? Aber dann, wenn ich eben Verwaltung brauche, es kommt ja nicht mehr auf die Verwaltung, weil es ihm langweilig ist, sondern weil er darauf angewiesen ist, dass der demokratisch legitimierte Staat auch eine Leistung erbringt. Und dann soll wirklich der bestmögliche à la carte Service erfolgen. Und das ist möglich besser mit Digitalisierung. Und ich hoffe auch, dass der ganze Service sonst noch, oder Teil werden den digitalen Zugang haben, weil sie eben das können. Aber es gibt auch Gruppen, die das nicht kann, dem digitalen Wandel folgen. Und dort wollen wir beste auch persönlichen Dienst anbieten. Und das, denke ich, beides braucht. Das ist nicht einfach digital first, und es gibt noch immer Verlierer, sondern wir suchen, dass, es eben kennen, dass wir niemanden zurücklassen, dass wir nutzen, weil Energie für das Digitalisieren, zu automatisieren, ein bisschen effizienter zu werden, auf der anderen Seite den Service verbessern im persönlichen Gespräch. Lustigerweise habe ich vor kurzem auf einer digitalen Plattform Aufforderung bekommen, ein nachhaltiges Projekt zu unterstützen. Der Beschreiber war, was soll man als erstes machen? Man soll als erstes das Ding ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden. Genau. Aber das kann es ja nicht sein. Meine Damen und Herren, wir haben vor kurzem betreffend der Portalstrategie, wir haben vor kurzem eine Abstimmung gehabt, wo es darum ging, wo das Bevölkerung so ein, also, unter anderem eben ein Login und dass man alles unter einem Dach erfasst. Es ist abgelehnt worden. Für eure Seite natürlich bedauerlich, aber kann man sich die Ablehnung an der Urne irgendwie erklären? Ich denke, wie bei so vielen Sachen ist immer noch viel in der Technologie so eine Blackbox, wie man so schön sagt, oder? Man sieht nicht dahinter, was ist das, oder? Es ist so ein bisschen etwas, das man nicht versteht. Und ich glaube, da ist auch die Politik, die Wissenschaft, wir alle in der Rolle, das besser zu erklären und besser verständlich zu machen. Was läuft da eigentlich? Wie funktioniert das? Und damit die Skepsis abzubauen, was ja genau der Sinn von dem ganzen Digitaltag ist. Schwarz-Weiß gefragt, verstehst du die Jungen besser als die Älteren, oder kann man das gar nicht so sagen? Ist das eine breite Bevölkerungsschicht, wo es Leute hat, die das nicht wollen, ablehnend sind, bis eben Angst davor haben? Also ich muss sehen, bei der EID, wo wir hier darüber reden, hat man es verpasst, eigentlich das wichtigste Gut, nämlich unsere demokratische Errungenschaft in der Schweiz, die uns so stark über hunderte von Jahren erfolgreich macht, in die Waagschale zu werfen. Wir wollten das zu Teilen privatisieren. Und das hat enormes Misstrauen ausgelöst. Und ich meine, das Ergebnis der Bevölkerung ist sonnenklar. Und ich muss sagen, das ist für mich auch ein erfreulicher Auftrag, genau dem Vertrauen entlang auch die Portalgedanken zu entwickeln, wenn ich nämlich anbiete, dass jede Frau, jeder Mann selber bestimmen kann, wie nachher der Staat sein will. Dann glaube ich, ist das ganz etwas anderes, als wenn ich einfach alles über den gleichen Rechen schere. Und das soll so ein Auftrag sein, die Entwicklung voranzutreiben. Und wir haben vorhin über Fehler geredet, oder? Es gibt natürlich auch politische Fehler. Und das war einer, dass man wie gesagt, so, jetzt ist digitalisieren, es gibt den Mainstream. Und ich meine, das Ergebnis ist so deutlich. Also, diesen Fehler machen wir ja nicht noch einmal. Und das scheint mir wichtig zu sein. Wir müssen sehr sorgfältig umgehen mit öffentlichen Geld. Das ist alles Geld, das andere Leute gezahlt haben. Wir sind wie Treuhänder in Städten. Ich glaube, das ist ganz klar. Wir sind davon nicht gefeit, Fehler zu machen. Auch in Bern haben wir schon Fehler gemacht. Aber die Fehler machen wir nur einmal. Ich glaube, das ist die Verpflichtung auch in dieser Thematik. Aber insofern ist es noch schwierig, Frau Gantert, dass man nicht Geld in unsinnige Projekte investiert, einerseits, aber handkrum vor der schon weiss, dass wir jetzt hier machen, das führt ja zu dem Ziel, das wir wollen. Genau. Deswegen ist, wenn es geht, der Ansatz, dass man vorher versucht, die Risiken zu minimieren, indem man wirklich die das dann nutzen sollen, in dem Fall die Bürger und Bürgerinnen, abholt und schaut, wie ticken die, was wollen die, was brauchen die überhaupt. Ich glaube, in der Verwaltung ist das größte Risiko, Projekte zu machen, die dann doch niemand braucht, wenn man sie aus einer Innensicht macht, statt aus einer Außensicht, statt dass man vergisst, für wen man die eigentlich macht. Und das andere ist auch in Bezug auf Technologie, auch dort muss man ausprobieren. Aber dazu gehören zwei Seiten. Man kann ausprobieren in einem kleinen Maß und dadurch das große Fiasko verhindern. Aber dafür braucht es auch eine Bereitschaft der Bevölkerung, dass man auch da mal gewohnt ist, mal was auszuprobieren von der Verwaltung, das vielleicht nicht ganz funktioniert, sondern erst so 80% funktioniert. Ja, und dann Gimel hat vorhin etwas Gutes gesagt, dass eventuell eine Skepsis so bei der Abstimmung durch war, dass man gesagt hat, Privatfirmen sind da involviert und nicht der Staat oder der Kanton oder die Stadt. Schlussendlich ist aber das ja so ein umfassendes Projekt, dass das ja nicht allein die Verwaltung meistern kann. Da müssen andere Firmen und Spezialisten dazugeholt werden.
Dem ist so. Also ich meine, auch wenn Sie vielleicht jetzt nicht den gesamten Auftrag bekommen, sind natürlich hinten dran immer noch irgendwo private Unternehmen beteiligt. Ich glaube, ohne die geht es ja schlichtweg nicht. Es kann ja nicht die Bundesverwaltung alles selber aufbauen und machen. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Die ganze Idee Smart City, das ist ja eine Verbindung von den Bedürfnissen der Bevölkerung, die im Zentrum stehen, und eben nicht irgendeine Verwaltungslogik, aber auch keine Industrielogik, das ist ganz zentral. Und dann die Verbindung von Behörden, Industrie und Forschung und Lehre. Also das sind wie die vier Teile, die machen wie eigenständige Pfeiler die Smart City aus. Und selbstverständlich, es geht darum, um wirtschaftliche Entwicklung, die uns Wohlstand beschert. Und es ist nicht der Verwaltung, Entwicklungen selber zu leisten, sondern zusammen mit der Wirtschaft eben das System, in dem wir drin leben, unsere Gesellschaft voranzutreiben, so, dass immer die Bevölkerung im Zentrum steht. Und dort ist unsere Rolle, das bestmöglich auch zu moderieren, und zwar so, dass die Bevölkerung wohl ist. Wir sind immer noch in der Pandemie. Hat die Pandemie irgendwie auch zu einem, vielleicht gleich einen kleinen Schub geführt, sich über Digitalisierung Gedanken zu machen? Ich sage es pragmatisch aus meinem Ding. Also für mich ist Teams-Meeting ist für mich zum Normalen geworden, anstatt Kilometer mit dem Auto zu fahren. Das sehe ich als positiven Aspekt daraus. Wie sieht das aus? Kann man aus dieser schlimmen Pandemie in dem Sinne etwas Positives daraus nehmen? Ja, je nachdem, ob man das als etwas Positives sieht. Aber ich denke schon, ich glaube, die meisten haben jetzt wie einen Sprung gemacht. Also nur schon eben das, was du erwähnt hast, digitale Telefonie oder Videocalls, ist das eine, dass man mehr von zu Hause arbeitet, mehr über Calls macht, was ja auch für die Umwelt nicht so falsch ist. Aber das beste Beispiel ist, mein Vater, der ein harter Smartphone-Verweigerer war, musste sich zwangs QR-Code halt dann doch auch ein Smartphone besorgen. Und siehe da, es ist gar nicht so schlimm. Jetzt kann er mir Fotos schicken über WhatsApp, das ist kein Problem. Sehr schön. Jonathan Gibli, weißt du, es ist immer schwer. Ah, die wollte noch etwas zur Entwicklung sagen. Es beweist ja, wie extrem flexibel und eigentlich auch potent wir sind, für so Sachen zu meistern. Und ich finde, so eben auf allen Stellen eigentlich die Versorgungssicherheit, die trotz Pandemie und trotz Lockdown möglich ist, zeigt eigentlich, was alles sonst noch möglich ist. Jetzt komme ich aber noch zum Punkt. Warum machen wir es denn sonst auch nicht? Oder? Und es gibt immer den Energieschub, wenn irgendwie eine Notsituation jetzt einfach da ist. Zurückgehen, das ist die falsche Antwort. Jetzt muss man das Beste mitnehmen und gleichzeitig dafür auch sorgen, dass eben die Errungenschaften vom Zusammenarbeiten, was wir jetzt hier machen, der Dialog, Kreativität, die neuen Ideen, dass wir die immer noch so machen und gleichzeitig eben das Beste mitnehmen. Da sind wir ganz nachher in der Smart City. Das Beste, was zur Verfügung steht, nutzen letztlich für mehr Freiheit und Unabhängigkeit für die Bevölkerung. Merci vielmals, dass ihr meine Gäste waren. Die Sendezeit ist schon mit dem Gantert. Merci vielmals für den Besuch im Studio, ebenfalls Jonathan Gimmel. Ja, meine Damen und Herren, das war es vom Talk täglich. Wir sind in einer Stunde wieder da. Dann in Runde ebenfalls zum Thema Digitalisierung mit dem Stadtpräsidenten Alec von Graffenried und dem Raphael Karlen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Digitalisierung, ein Zauberwort, das schnell dann zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, der Bevölkerung zu erklären, wie zukünftig ihr Leben aussieht. Was sind die Hoffnungen und Befürchtungen rund um die Digitalisierung? Das ist der Talk täglich. Guten Abend miteinander. Sogenannte Smart Cities, Städte also, die zukünftig voll auf Digitalisierung setzen, gehören ebenso dazu wie der Ausbau von nachhaltiger Energie, zukünftige Lösungen für ÖV oder auch eher heikle Sachen, punkto Datenschutz wie eine EID oder das elektronische Patientendossier. Morgen Mittwoch findet im Erlacher Hof der Berner Digitaltag statt. Grund genug also zu schauen, wo stehen wir punkto Digitalisierung und wie viel Digitalisierung wünscht sich die Bevölkerung? Das diskutiere ich mit meinen Gästen, der SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen und dem Mitte-Nationalrat Lorenz Hess. Guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Guten Abend. Ja, Flavia Wasserfallen, zuerst eine Frage an euch. Wie digital seid ihr in eurem Leben unterwegs? Ja, so gut wie es geht. Ich nutze natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt. Sei es jetzt im Austausch mit den Behörden, oder auch einfach im alltäglichen Leben bei Einkäufen in einem gesunden Mass digital unterwegs zu sein. Ich habe heute wieder mal den Küchentisch angeschaut, wo sich echt so eine riesen bigge Blätter stapelt, vor allem viele Informationsblätter aus der Schule, wo ich auch das Gefühl habe, da gäbe es auch noch ein bisschen Potenzial, papierloser unterwegs zu sein. Und ich bin auch eine von den, glaube ich, wenigen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die papierlos sind. Das kann man ja bei uns wünschen. Ob man papierlos, halb oder ganz papierig möchte unterwegs sein. Und
da kämpfe ich manchmal mit der Plattform, die uns zur Verfügung gestellt wird, aber dort versuche ich auch möglichst digital auch meine politische Tätigkeit auszuüben. Herr Hess, seid ihr auch papierlos, seid ihr ein Digital Native, wie man dem so schön neudeutsch sagt? Nein, ich bin weniger weit als Flavia. Sie ist schon jünger. Oder? Von dem her kann ich sagen, ist das nicht so schlimm. Aber den Totalschritt habe ich nicht gemacht. Ich mache das, was man muss, was gang und gäbe ist. Aber ich merke zum Beispiel, dass wenn es irgendwo mal etwas Kompliziertes ist, frage ich meine Töchter. Frage. Das sieht auch schon viel aus. Und ganz schlimm dort bei den wirklichen Exoten. Ich führe immer noch Papieragenda. Ich merke aber, dass wenn ich die auftue, beim Terminensuchen viel schneller bin, als wenn alle ihre Agenda scrollen. Und dann ist es ganz schlimm, nebenbei führe ich dann gleich noch einen Outlook führen für die Leute, die reinschauen müssen. Also nicht so extremes Aushängeschild. Aber Flavio Wasserfall, es widerspiegelt ein bisschen ein Modell von der Bevölkerung, die unter dem Begriff Digitalisierung immer noch nicht so weiss, was sie damit so anfangen. Was bringt es mir denn persönlich, wenn ich die Digitalisierung mitmache? Tut es mein Leben leichter, macht es Sachen einfacher oder soll es Sachen einfacher machen? Was würdet ihr diesen Leuten antworten? Also, wenn Digitalisierung oder eine Lösung mein Leben nicht einfacher macht, dann ist es nicht sinnvoll und dann ist es nicht smart und dann muss es hoffentlich auch nicht zum Einsatz kommen. Für mich ist es wirklich, der Nutzen von Digitalisierung soll uns das Leben vereinfachen. Es soll auch Vernetzung bieten, wo sie vielleicht komplizierter ist aufgrund von der geografischen Distanzen, von der körperlichen Möglichkeiten. Und es soll auch helfen, einen schonenden Umgang mit den Ressourcen herzubringen. Also dass wir auch für die Bekämpfung des Klimawandels oder für einen natürlichen Umgang mit den Ressourcen Digitalisierungslösungen einsetzen können. Das muss es sein. Und wenn es nicht gäbig und komplizierter ist, dann hat es den Nutzen nicht erfüllt. Ich mache vielleicht ein Beispiel. Wir haben schon bei EWB ist es natürlich auch immer wieder ein Thema. Da bin ich im Verwaltungsrat Smart City, sind wir auch mit der Stadt zusammen unterwegs. Dass zum Beispiel früher einfach Strassenlaterne einfach Licht geben. Dort kann man natürlich optimieren mit den neuen Technologien, aber eine Strassenlaterne könnte vielleicht noch viel mehr. Also sie kann auch eine Ladestation sein für ein E-Bike oder für ein Auto. Könnte auch die Luftqualität messen, könnte vielfältig zum Einsatz kommen. Und das sind so Lösungen, die wir auch versuchen einzuführen, wo wirklich so Sachen zusammenkommen, die man auch aus dem eigenen Gärtchen so ausbrechen soll und nicht immer nur für sich schauen, sondern schauen, was kann man zusammen machen zum Nutzen von der Bevölkerung und zur Verbesserung von Lebensqualität oder Sachen zusammen nutzen, Geräte, die man vielleicht nicht selber besitzt, dass man ja, da eine gute Austauschplattform kann bilden kann, wo man gemeinsame Geräte und Sachen nutzen. Multiple Funktionen. Schlussendlich hat Flavia Wasserfang gesagt, das soll das Leben einfacher machen. Aber viele Leute in der Bevölkerung haben natürlich so eine Hemmschwelle, die noch recht hoch ist, weil sie gar nicht wissen, zum Teil, wie die Technik funktioniert oder mit was für Technik. Und das macht eben den Einstieg nicht einfacher, sondern in dem Moment eben eher schwieriger. Ja, das ist, glaube ich, genau das. Wir tun sogar täglich x digitale Dienste und Apparate und alles ja nutzen, aber haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Also egal, ob ich jetzt auf Google Maps gehe, für neu herzugehen oder so. Aber das ist einfach klar. Und es ist für mich auch klar, und denke ich für die meisten Leute, dass es ja jetzt wirklich genial ist, wenn ich für irgendeinen Antrag zu stellen oder für danach einen Ausweis oder etwas, was ich brauche, das wirklich, das man mir selbstverständlich kann, am Bildschirm machen. Wenn ich früher wäre auf das Amt gefahren und dort wäre angestanden mit Papier und wieder hey und einfach noch etwas vergessen, dort nehmen wir es selbstverständlich. Und nachher geht es so in einen Bereich rein, wo man auch versteht, dass man plötzlich das Gefühl hat, Achtung, wird es nicht ein bisschen zu grob. Und das beste Beispiel war die Abstimmung über die elektronische ID, wo x Vorteile, glaube ich, wirklich... Wo abgelehnt ist worden, muss man sagen. Ja, ist abgelehnt worden, weil die Leute halt dann gleich plötzlich irgendwo sagen, ja, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit. Und interessanterweise hat man dort nach dem Staat gerufen, oder? Das ist ja, wäre ja eine Firma gewesen, die das hat aufbauen hat, weil der Bund selber die Kapazitäten nicht hat. Dann hat man gesagt, nein, dort wollen wir, dass der Bund in den Finger hat. Das ist noch interessant. Also Banknoten kann zwar eine externe Firma drucken, das macht nichts, aber wenn es um Daten geht, sind wir relativ... Wenn es um die eigenen Daten geht, aber die EID ist ja zwingend nötig, für die Digitalisierung so umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Genau, also ich sage gerne noch etwas zu dieser Abstimmung, wo wir ja nicht auf der gleichen Seite sind gestanden, wo es eigentlich darum ist gegangen, einen sicheren elektronischen Ausweis einzuführen, weil für viele Sachen, die du vorhin beschrieben hast, musst du eben am Schluss dann gleich noch das Papier ausdrucken, umschreiben und einschicken. Und wenn man sich auch im Netz, im virtuellen Raum könnte
identifizieren, sicher, würde es auch noch mal mehr Möglichkeiten schaffen. Und zwar mit einem Login, mit einer Plattform und nicht mit verschiedenen... Ja, idealerweise, aber die Lösung, die dann das Parlament hat ausgearbeitet hatte, hat erstens mal vorgesehen, dass das Private ausstellen können. Also Versicherungen, Krankenkassen oder andere Anbieter können wir die EID ausstellen. Und ich denke, dort haben wir das Vertrauensproblem gehabt. Und die Lösung hat auch vorgesehen, dass es verschiedene Angebote geben könnte. Und dort frage ich mich dann auch wieder, ist das dann ergebig und ist das auch Nutzerinnen, nutzerfreundlich? Und die Vertrauensfrage, oder, ist natürlich für mich schon zentral gewesen. Wer ist der Aussteller von dieser elektronischen Identität und wer hat dann vielleicht auch Daten, Zugriff auf meine Daten? Und dort müssen wir halt wirklich auch andere Lösungen anfangen. Und ich merke auch durch die Corona-Pandemie, dass dort das Umdenken hat stattgefunden, dass der Bund durchaus jetzt bei Covid-App zum Beispiel beim Zertifikat war in Lage, als Herausgeber dort im Lead zu sein. Das heisst nicht, dass er es selber entwickeln muss, weil jetzt die Covid-App ist von der ETH und von Privatunternehmen mitentwickelt worden. Aber dass er im Lead hat und er der Aussteller ist, das ist, glaube ich, für die Vertrauensfrage ganz entscheidend. Der Bund muss im Lead sein, da ist das Vertrauen der Bevölkerung nur gross, würde ich das so sagen? Ja, das hat man eindeutig gemerkt, dass das ja ein Grund war. Die Debatte ist natürlich jetzt vorbei, aber man hat gemerkt, dass das ein Grund war für die Skepsis. Auch bei der Covid-App sind natürlich die gleichen Bedenken gekommen. Und dort muss ich auch noch einmal sagen, einerseits habe ich das Gefühl, die EID wäre eine grosse Chance gewesen, für einen Schritt zu machen. Das sehen wir nicht gleich, macht nichts. Ja. Und auf der anderen Seite ist eben auch wieder da immer so interessant, wie wir so ein bisschen eigentlich manchmal selber widersprüchlich sind. Also, Einkaufen, E-Banking, googlen, Maps und all diese Geschichten. Das machen wir tagtäglich. Und dann plötzlich, ja, wenn es jetzt um einen Ausweis geht, ich kann die Argumente schon argumentieren, dann sind wir ganz, ganz heikel. Also von dem her müssen wir uns irgendwann einfach gewahr sein, wenn wir schon alles nutzen, dann müssen wir es ganz nutzen. Und darum hätte ich gefunden, das wäre ein Schritt gewesen, die EID. Und ich bin überzeugt, früher oder später werden wir in diesem Bereich einen Schritt machen. Also es ist zwingend nötig, sonst kann man mit dieser Digitalisierung nicht vorwärts machen. Oder es wäre nicht sinnvoll, dann kann man sich die Millionen oder sogar Milliarden von Kosten sparen. Ja, es geht letztlich um die eigene Sicherheit. Sich eben können in dem ganzen digitalen Verkehr und im digitalen Handel sich können ausweisen. Und damit hat man auch Sicherheit und ist, glaube ich, besser unterwegs, als man sitzen ist, wo man es einfach auch gleich so ein bisschen macht. Wir reden noch ein bisschen darüber, wer denn was genau machen soll. Was ist die Situation für den Bund, was bei den Kantonen und so weiter. Wir wollen aber schnell hier einen Break machen, damit wir auf dem aufbauen können. Wir haben Pierre Alain Schneck, unseren Gesundheitsdirektor und Regierungsrat vom Kanton Bern, auch zu dem Thema befragt. Das Gespräch habe ich vor dieser Sendung hingeführt und mir hören die, erzählt uns ein bisschen, wie er Digitalisierung im Moment im Kanton Bern sieht und bei seiner Gesundheitsdirektion und, was wir darüber diskutieren, er sagt uns seine Ansicht betreffend dem elektronischen Patientendossier. Das der Kanton Bern hat sicherlich auch während dieser Pandemiejahren gezeigt, dass wir gut unterwegs sind mit Digitalisierung, sicherlich nicht so schnell, wie wir es wünschen und dass wir vielleicht noch nicht auf der Position sind, die wir alle gern erreichen wollen. Aber wenn ich den Kanton Bern nehme, wir sind sicherlich führend, wenn wir schauen, Steuererklärung. Wir haben jetzt mit IBAU wieder eine große Bausteine erreicht. Während der Krise, Härtefallregelung, haben wir eine Plattform in ein paar Wochen entwickelt. Für die ganze Impfkampagne das Gleiche. Dashboard, Contact Tracing. Wir haben sehr, sehr viel digitalisiert. Auf Ebene Gesundheitswesen haben wir die ganze Verrechnungsprozesse mit Spitäler abgeschlossen und umgesetzt. Wir sind an die Umsetzung für die Langzeitpflege stationär in eine zweite Phase ambulant. Wir haben auch Projekte gemacht für andere Impfungen, für Berufsausübungsbewilligung. Das heißt, wir haben Dutzend von Projekten im Kanton Bern, die am Laufen sind, auf Ebene Digitalisierung. Also da passiert ganz viel, es wird aber auch noch viel passieren. Gerade bei Gesundheitsdirektion, natürlich nicht nur mit dem Kanton Bern, sondern das ist ein übergreifendes Thema, das elektronische Patientendossier. Ein Thema, das wichtig erscheint, aber für bei denen auch Ängste auslöst. Es geht hier um Datenschutzfragen. Wir haben bei der Abstimmung von EID auch gesehen, die Bevölkerung ist offenbar noch nicht so weit,
ihre Daten vollständig in einem Netzwerk innen widerspiegelt zu haben. Wie schwierig ist das, Patientendossier umzusetzen, und wie nötig ist es? Meiner Meinung nach ist der elektronische Patientendossier eine absolute Notwendigkeit. Wenn wir sehen, während dieser Pandemie, wie ein solches Dossier uns stark geholfen hätte. Denken wir nur an die ganze Impfdokumentation. Zum Glück sind diese Dokumentationen jetzt auf anderen Plattformen gespeichert worden und behandelt worden. Aber es gehört an der EPD. Die Leute wechseln vom Ort, sie wechseln von Lebenssetting. Jemand, der zu Hause gelebt hat, landet irgendeinmal vielleicht in ein Pflegeheim. Und es ist wichtig, dass die Leute auf solche wichtigen Informationen zugreifen können. Vielleicht müsste man das Momentum jetzt wirklich benutzen. Wir haben in der Schweiz jetzt über 6 Millionen Impfdossier zur Verfügung. Man müsste uns wirklich die Frage stellen, könnte man diese 6 Millionen Impfdossier nicht übertragen als Eröffnung von EPD für diese Bürgerinnen und Bürger und nachher ihnen die Möglichkeit geben, das zu akzeptieren oder nicht. Anstatt zu warten, dass die Leute ein Dossier eröffnen, und wenn wir das so machen werden, wird es lang dauern. Man muss auch gewisse Sachen sicherlich in diesem Gesetz korrigieren. Diese doppelte Freiwilligkeit müsste man wirklich in Frage stellen, weil wenn nur teilweise Daten in ein Dossier fließen, wird es sehr, sehr schwer sein, das korrekt zu benutzen. Also der Herr Schneck kommt auch mit einer tollen Idee um eine Ecke, weil man von heute auf morgen das elektronische Patientendossier zack machen kann, die 6 Millionen ins Impfdossier nehmen und als Plafond brauchen für das, Herr Hess. Ja, also ich muss sagen, ich finde das eine gute Idee und auch eine mutige Ansage. Vor allem würde man wirklich Lehren ziehen aus der Pandemie. Das muss man in anderen Bereichen auch. Hier würde man wirklich eine konkrete Lehre ziehen. Er hat es gesagt, wir wären froh gewesen, wir hätten das Dossier gehabt. Und auch hier wieder, es ist interessant, logisch, man hat bei persönlichen Gesundheitsdaten hat man gewisse Hemmungen. Es haben aber die Leute manchmal die gleichen Bedenken, wenn es um ihre finanzielle Situation geht. Trotzdem macht man die Steuererklärung heute digital, weil es halt gäbig ist, weil man dort nicht Formular hat. Aber wenn man jetzt denkt, beim elektronischen Patientendossier, muss man wieder ein bisschen abwägen, den Nutzen gegen ein bisschen ungutes Gefühl. Der Nutzen, den ja das Patientendossier hat, nebst dem, was er gesagt hat, im Bereich von Impfdossier und so weiter, ist Tatsache, dass man kann falsche Medikamentabreichungen verhindern kann, dass man Doppelbehandlungen, die viel Kosten haben, verhindern kann, und dass man den Leuten nicht nachrennen muss, wo habt ihr eure Papiere oder wo habt ihr eben den Wohnsitz gehabt. Also letztlich kann man sagen, ein bisschen ein ungutes Gefühl wegen der Daten, aber in Bezug auf das Gesundheitswesen wäre es ein Riesenschritt. Ich glaube, was ich fand, ich sehr heftig nicken. Also nehmen wir das als Zustimmung entgegen für Herrn Schnecks Idee, aber da hat man ja jetzt Daten, die man nicht rückfragen würde, ist das gut, ob das als elektronisches Patientendossier weiterführen würde. Also vielleicht noch eine Reaktion auf seine ersten Ausführungen, wo er eigentlich gezeigt hat, was der Kanton Bern alles ist. Der Kanton Bern verkauft, da sind wir ganz weit vorne dabei. Genau, und das zeigt für mich einerseits auch, dass die öffentliche Hand in Lage ist, sichere und auch gäbige Lösungen anzubieten, in relativ kurzer Zeit, wenn man eben so das Messer am Hals hat. Aber dort stellt sich natürlich auch die andere Frage, es wäre vielleicht noch eine andere Diskussion, macht es ja Sinn, wenn jeder Kanton selber schaut und das selber aufbaut, ist der Föderalismus nicht auch ein bisschen der Hemmschuh, dass wir wirklich gute nationale Lösungen haben. So und im Patientinnen-Dossier ist natürlich genau das in dem Sinn so aufgebaut worden, dass wir viel Freiwilligkeit drin haben, dass wir wieder verschiedene Lösungen drin haben, dass man jetzt im Kanton Aargau das schon beantragen kann, in anderen nicht. Und da bin ich sehr offen, Kanton vielleicht auf der anderen Seite wieder weniger, dass der Bund dort mehr Vorgaben und auch mehr Tempo machen würde. Aber es ist natürlich richtig, wir befinden uns da in einem Thema von den sensibelsten Daten, die es überhaupt gibt, unsere Gesundheitsdaten. Aber der Nutzen ist unbestritten, weil heute bin ich eigentlich abhängig von der Ärztin, vom Arzt, ob sie mir eigentlich meine Gesundheitsdaten, mein Dossier aushändigt und das gut führt und ob ich Einsicht nehmen kann. Und die Idee wäre ja eigentlich ein richtiger Paradigmenwechsel, nämlich, dass ich als Patientin Besitzerin bin von meiner Krankheitsgeschichte, von meinen Gesundheitsdaten. Und da ist natürlich der auch eine ganz wichtige Frage, die man anschauen muss. Sind die Patientinnen und Patienten auch in Lage, das zu ihrem Nutzen einzusetzen und braucht sie dafür auch Unterstützungsformen, ja,
dass man die Aufgabe, die neue Rolle, die damit verbunden ist, ja, auch einnehmen kann. Bin ich absolut einverstanden. Und leider hat man genau in diesem Bereich im Gesetz, wo der Herr Schnecko sagt, es sei nicht gut aufgebaut, hat einen grossen Fehler gemacht, indem man sogar noch vorgesehen, dass man selber könnte im Dossier noch Sachen rausnehmen, wo man will, dass sie draussen sind. Oder rausnehmen. Und dann hat es natürlich wieder keinen Sinn mehr. Eine Berechtigung. Ja, geht wirklich oder eine Berechtigung, dass ich aus meinem Dossier etwas rausnehme, wie ich will nicht, dass man, also man, das ist ja Ärzte und Spital, aber ich will nicht, dass man sieht, dass ich mal das hatte oder das hatte. Dann kann es fatal werden, weil dann kommt ein Arzt her oder eine Ärztin schaut in das Dossier rein und sieht etwas ganz Wesentliches nicht. Darum, also wenn also schon so Mut, ist es ja heute, de facto. Eben. Aber jetzt muss man sagen, da müssen wir einen echten Schritt vorwärts machen. Darum ist vielleicht das, was er sagt, einfach gerade mal jetzt mit den Erkenntnissen oder den Daten aus der Pandemie mal eine Grundlage bauen. Am Schluss müssen wir dann noch einverstanden sein. Es muss ein vollständiges Dossier sein, damit es etwas bringt. Es geht ja um einen Austausch zwischen einzelnen Spitälern beispielsweise oder Praxen. Aber zum Beispiel auch, wenn mir etwas im Ausland passiert, also im Ausland relativ schlank, könnte auf meine Daten zugreifen, wenn ich selber nicht in der Lage bin. Und das kann auch funktionieren, wenn so ein Dossier vollständig ist. Ich bin da nicht ganz einverstanden. Also wenn wir wirklich in die Logik reingehen, dass ich Besitzerin bin von meiner Gesundheitsgeschichte, von meinen Gesundheitsdaten, dann muss es auch die Möglichkeit geben, dass ich entscheiden kann, wer darf die einsehen und wer nicht. Weil es gibt ganz viele Akteurinnen und Akteure in diesem Gesundheitsbereich, sei es Leistungserbringer, Spitäler, Ärzte, aber auch Versicherungen. Und ich finde dort für die Stärkung auch von Rolle von Patientinnen und Patienten, die durchaus kostenbewusst ist, die durchaus auch kein Interesse hat an Fehltherapien oder Doppelmedikationen, dass man dort wirklich das Recht an Patienten und Patientinnen gibt und dass man dort auch aufpasst, eben wie offen tut man es jetzt wieder gestalten. Aber ich meine, die Situation ist heute, dass am Anfang der Pandemie auch Covid-Daten aus den Spitälern, aus den Arztpraxen zum Teil so noch gefaxet worden. Also ich denke, wir haben auch dort seitens, nicht nur beim Bund oder bei den Kantonen, sondern auch bei den Leistungserbringern noch einen grossen Aufholbedarf, wo wir jetzt die Chancen aus dieser Pandemie müssen nutzen müssen. Und das sind wir offenbar im Kanton Bern nicht so schlecht, wie wir vor der Schnecke gehört. Also ganz viele Projekte am Laufen. Aber Frage hierzu, das kann sie ja auch nicht sein. Also auch jetzt der Kanton Bern das super Beutel macht, dass wir jetzt nicht 26 Lösungen haben, sondern es muss ja vom Bund Gesamtlösungen geben. Das ist eben auch wieder eine der Gesamtlehren aus der Pandemie. Oder? Nicht nur, was jetzt so Daten anbelangt. Auch sonst haben wir gesehen, dass wir ganz viele schwierige Phasen in der Pandemie besitzen haben. Nur aus dem Grund, weil Kantone, das liegt ihrer Natur, immer für sich beanspruchen, das Ganze noch selber auch noch zu regeln und zu lösen. Mögen sich vielleicht besinnen an die Anfangssituation, die grotesken Fälle, die es gegeben hat, wo in den einen Kantonen die Beizen zu sind und in den anderen Kantonen nicht. Und plötzlich hat man in Stadt Bern nur noch Französisch geredet, wo an der Grenze zu war. Das ist jetzt noch zum Lachen, aber es hat viele so Fälle gegeben, wo man muss sagen, auch dort, der Nutzen überwiegt, wenn man die Kantone ein bisschen einschränkt. In diesem kleinen Land müssen wir solche Sachen einheitlich machen. Föderalismus ist nicht immer das Beste, obwohl es grundsätzlich ein gutes System ist. Ja, also man muss es, glaube ich, einfach für die Situation anschauen. Wir waren an einem Austausch mit der Berner Regierung. Wir meine die Nationalrätinnen und Nationalräte aus dem Kanton Bern vor ein paar Tagen. Und dort hat auch die Regierungspräsidentin selber gesagt, Beatrice Simon, dass auch die Pandemie Grenzen vom Föderalismus aufgezeigt hat, dass man halt bei gewissen Sachen, wo sich ein Virus nicht an Kantonsgrenzen hält, wo sich andere Sachen in grösseren Räumen doch mehr lohnen, dass sich auch durchaus eine Kantonsregierung vom Bund manchmal klarere Vorgaben hat gewünscht. Ich habe das so zur Kenntnis genommen. Ich finde es wichtig, dass man die Diskussion führt. Aber ja, für gerade so auch Digitalisierung denke ich auch, ist der Föderalismus vielleicht nicht immer der Förderer, dass wir gute gesamte schweizerische Lösungen haben. Vielleicht kann man durch den Föderalismus mal etwas ausprobieren, innovativ in einem kleineren Raum. Der Kanton Zug hat zum Beispiel eine staatliche EID oder eine kantonale eingeführt. Das hat er ausprobiert und gemacht und gezahlt. Aber eben am Schluss muss es ja der Nutzen für die ganze Bevölkerung sein. Es wird spannend bleiben. Wir sind schon am Ende dieser Runde. Merci, dass ihr gestern bei mir in der Sendung war. Flavio Wasserfall und merci, Lorenz Hess. Wie gesagt, morgen der Berner Digitaltag live aus dem Erlacherhof. Könnt ihr auch bei uns auf telebern.tv im Livestream mitverfolgen. Das war es vom heutigen Talk täglich. In der Stunde geht es hier weiter zum Thema Impfwoche mit dem Pierre-Alain Schneck, Gesundheitsdirektor und Regierungsrat vom Kanton Bern. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet. Merci für mal. Schönen Abend.